Diesmal haben wir das Motto der Veranstaltung Rapid Prototyping interpretiert durch die Brille der Militärtechnik. Bin ich persönlich sehr gespannt drauf, weil bisweilen ja schon reguläre Militärtechnik, nach dem, was man so in der Zeitung liest, schon wirkt, als ob sie vielleicht noch im Prototyp-Stadium wäre oder besser geblieben wäre. Insofern, glaube ich, können wir sehr neugierig drauf sein, was das Militär sonst noch so im Giftschrank hat. Unser Referent heute ist Sven Uckermann. Er macht den Podcast Ach Menno, einen nach eigener Aussage sehr inkompetenten Podcast über alles, was in Sachen Militärtechnik schiefläuft. Und bringt seit einiger Zeit auch das Thema Militärtechnik auf Chaos-Veranstaltungen näher. Ich habe ihn erstmals beim 37C3 gehört und mich deswegen jetzt auch hier gerne als Herald gemeldet. Wer noch nicht genug hat, er hat morgen dann auch nochmal einen Talk. Da geht's dann um fliegende Objekte. Aber jetzt genießen wir erstmal den Talk über die Prototypen. Genau, danke erstmal. Ja, wir haben keine Zeit, es werden einige Folien. Ich hatte hier 4 Talks eingereicht, davon ist einer original angenommen worden. Deswegen eigentlich 4 Talk-Ideen in einem, dann brauchte man morgen noch einen Talk. Also sind es jetzt nur noch 3 Talks in einem. Erstmal kurz zur Definition. Was ist ein Prototyp? In der Ausschreibung stand auch fliegende U-Boote. Die habe ich jetzt rausgenommen, da ist nämlich keins von gebaut worden. Das ist denen schon in der Konzeptphase eingefallen, dass es doof ist. Es muss also mindestens ein Stück gebaut worden sein. Es muss mal ausprobiert worden sein und dann festgestellt worden, dass es eine bescheuerte Idee ist. Was diesmal nicht vorkommen wird, sind die amerikanischen Zerstörer. Das ist ein eigener Talk für sich. Und keine Angst, das ist hier die letzte sinnvolle Folie des Talks. Wir müssen uns jetzt erstmal damit beschäftigen, was macht Militärforschung? Ja, was ist denn, wenn das Militär am Forschen ist? Dann kriegt man solche Webseiten wie hier. Das ist das Forschungszentrum der Special Forces der amerikanischen Streitkräfte. Die haben dann solche schönen Unterseiten und die produzieren auch solche wunderbaren Folien. Ich habe die Grafikqualität nicht reduziert. Die nutzen auch solche tollen Tools, die auch so eine tolle Webseite haben. DAO.mil. Ja, und wir machen einen interaktiven Vortrag. Es wird immer so sein, ich stelle ein Problem vor. Ihr dürft gerne selber überlegen. Ihr dürft auch selber reinrufen, auf welche Lösung ihr kommt. Keine Angst, die Lösung, auf die ihr kommt, ist nicht die Lösung, die das Militär genommen hat. Egal wie bescheuert ihr denkt, das war nicht die Lösung. Fangen wir mal mit einem einfachen Problem an. Das Department of Homeland Security hat festgestellt, dass die Taschenlampen, mit denen ihre TSA-Agenten und ähnliche ausgestattet sind, keine vernünftigen Waffen sind. Denn Amerika muss ja alles eine Waffe sein. Der Forschungsauftrag ging, wir entwickeln eine Waffe aus einer Taschenlampe. Daraus wurde der LED-Incapacitator gebaut. Das ist eine Taschenlampe, die hat Mikrofaserlinsen vorne und ein Laserentfernungsmesser eingebaut sogar, der denn das Ziel anpeilt und dann mit einer RGB-Blitzlicht-Sache so werfen soll, dass die Person handlungsunfähig mit einem epileptischen Anfall auf dem Boden liegt. Das Ding wurde gebaut, es wurde getestet. Das erste Problem, das man feststellte, ein größerer Prozentsatz der Menschen ist farbenblind. Random Farben funktionieren bei denen nicht, weil sie einfach keine random Farben sehen. Sie sind farbenblind. Das zweite Problem, das man festgestellt hat, ist, ja, nicht jeder Mensch neigt zu epileptischen Anfällen. Total blöd. Der geht dann einfach auf die Person zu mit der Taschenlampe und gibt links und rechts eine Watschen, wie man hier so schön sagt. Und dann war's das mit der Waffe. Jetzt ein anderes Problem. Im Ersten Weltkrieg hat man festgestellt, dass ein Panzer eigentlich eine relativ tolle Waffe ist. Das hat aber auch der Gegner festgestellt. Und was macht der Gegner? Der schießt auf solche Panzer. Und jetzt muss man sich überlegen, was kann ich dagegen machen? Ich kann jetzt anfangen, dickere Panzerung zu entwickeln, damit der Gegner nicht mehr auf meine Panzer schießt und da die Besatzung nicht mehr getötet wird. Und dann kam ein revolutionärer Denker bei den Amerikanern auf die Idee, wir können das anders machen. Wir nehmen einfach alles weg, wo der Gegner drauf schießen könnte. Wir bauen einfach mal einen Panzer mit so wenig Panzer wie möglich, setzen die Besatzung in einen gepanzerten Käfig und lassen den Rest einfach weg. Hat man denn erprobt und hat festgestellt, ja, doof,
dann schießt ja der Gegner auf diesen gepanzerten Käfig. Ui, wie hätte man das sich denn denken können? Also wirklich. Ja, denn im Zweiten Weltkrieg hatten sich die Russen überlegt, wir haben so Partisanen in Polen und so, die kämpfen gegen die Deutschen. Aber die müssen wir ja mit Panzern ausstatten. Weil die deutschen Truppen, die haben ja so, ne, die SS-Panzerdivision und so, die kämpfen da gegen die Partisanen. Das wäre total geil, hat sich die Sowjetunion gedacht, wenn wir den Partisanen Panzer zur Verfügung stellen könnten. So hinter den feindlichen Linien, der Panzerverband, das würde die Deutschen richtig stören. Da haben sich überlegt, ja, wie kriegen wir denn den Panzer zu den Partisanen? So, dann hat das Antonov-Flugbüro angefangen zu sagen, ja, okay, wir entwickeln einen Panzer, den wir als Segellastschlepper hinter einer Maschine hinter feindliche Linien schleppen können. Hat man festgestellt, so ein Panzer fliegt relativ schwer. Bauen wir doch mal den Turm ab. Ja, funktioniert so halbwegs. Nehmen wir doch mal den Motor raus. Oh, jetzt langsam hebt er ab. Die Ketten gehen dabei zwar kaputt, weil so eine Kette nicht darauf ausgelegt ist, als Flugzeuglandegestell zu fungieren, hat man noch eine extra Kette entwickelt, hat das Ding dann zum Fliegen gebracht und dann hat man gesagt, wow, jetzt haben wir einen fliegenden Panzer ohne Turm. Ein Großteil der Panzerung haben wir auch noch weggeschweißt. Und dann hat man dann so den Partisanenexperten gefragt, und was sagst du dazu? Also ja, was soll ich mit dem Scheiß? Hat man gesagt, ja, okay, lassen wir das Projekt. Die Amerikaner hatten dann im Zweiten Weltkrieg ein Problem mit Minen. So ein Panzer funktioniert wunderbar, wir haben Kettenglieder, damit können wir wunderbar durch den Matsch fahren. Aber der Gegner weiß ja auch, wo so ein Panzer langkommt, legt der Panzerabwehrminen hin. Haben sich gedacht, ja, da haben wir was gegen. Ja, wir haben so Minenroller. Das sind so Dampfwalzen, das verwendet man heutzutage auch mehr oder weniger. Das sind so Bleche, die lösen die Minen aus. Dadurch, dass das jetzt Hohlräume gibt, passiert im Panzer dahinter nichts. Das ist eigentlich relativ gut. Aber die haben sich gedacht, das ist ein bisschen sperrig, so ein bisschen unhandlich. Ja, das funktioniert aber nicht richtig schön. Kann man das nicht kombinieren? Hat ein Entwicklungsingenieur gesagt, ja, klar, kriegen wir hin. Daraus kam dann der T-10 Mine Exploder. Wir nehmen einfach den Panzer, die Panzerketten weg, montieren stattdessen solche wie Panzer-Dampfwalzenrollen und testen den dann. Da hat man dann festgestellt, das ist mir wunderbar. Das Ding rollt über Minen, es passiert nichts. Dann hat es aber dummerweise bei der Erprobung ein wenig geregnet. Das wird nur sehr Glück. Wenn ich schnell mal den Material nutzen wird. Ja, der ist einfach im Schlamm versunken. Aber ja, okay, dann, was kann man dagegen machen? Haben die Ingenieure gesagt, ja, Panzerkett. Ja, gut, hat man sich entschieden, nehmen wir doch wieder das Vorratsgerät. Die Briten hatten im Zweiten Weltkrieg das Problem, dass irgendwie so Mauern und Hecken im Weg sind, wenn man schießen will. So als Infanterie, so man mit Maschinengewehr irgendwo hin und dann ist da so eine Mauer im Weg. Das ist ein bisschen unhandlich. Da muss man was gegen machen. Ja, dann hat man auch was 38 angefangen zu entwickeln. Das hat man so bei den Mantis entwickelt. Hier besonders hervorzuheben ist der Mantis. Oh, ich habe den. Das Headset verloren. So, das Fahrercockpit befand sich denn in diesem Ausklappturm. Damit konnte man dann hochfahren und dann auch über Mauern schießen. Und wenn man das nicht hochgefahren hat, konnte man es auch als mobile Deckung verwenden. Man hat es erprobt, man musste dafür relativ dünne Stahlplatten nehmen, damit man das Ding hochfahren kann. Die Bediener fanden es nicht so besonders toll, über so eine Mauer zu gucken mit einem MG oben drin und der Gegner weiß, okay, da sitzt einer in diesem Arm drin, in so einem Hublift. Jetzt kommen wir zu einem sehr uniken Problem der Amerikaner. Die haben sich gedacht, wir müssen mal wo landen, aber das ist nur ein Fußballstadion. Geschichtlicher Hintergrund. Ihr wisst ja, der Iran hatte eine Revolte, ne? Und 79, 80 und so weiter. Und es waren halt sehr viele Amerikaner in der Botschaft gefangen genommen worden. Und da hat man die Delta Force, die war damals eine relativ neue Einheit, hat man losgeschickt mit Helikoptern, Transportmaschinen und die sollten in Teheran landen, die Geiseln rausschießen, abhauen mit den Helikoptern, wegfliegen. Das hat damals nicht so besonders gut geklappt. Die sind in einen Sandsturm geraten, da sind mehrere Maschinen zerstört worden, Helikopter zerstört worden. Man hat festgestellt, das klappt nicht. Und die Iraner haben halt auch den Flughafen blockiert, haben da Tanklastwagen und alles, was sie gefunden haben, auf die Startbahn gestellt, sodass man nicht mehr rein- oder rausfliegen konnte.
Da hat dann die CIA gesagt, ja, aber es gibt da noch so ein freies Feld. Da spielen die Fußball. Da können wir landen. Jetzt müssen wir nur was entwickeln, um da zu landen. Und das darf kein Helikopter sein, weil das muss ein Flächenflugzeug sein, dass wir da hinfliegen können. Hat man gesagt, ja, okay, da haben wir ja schon mal getestet, mit so einer Frachtmaschine kann man auch auf dem Flugzeugträger landen. Also nach das Abhauen, das klappt schon mal. Jetzt müssen wir nur in diesem Stadion mit den Wänden drumherum punktgenau landen können und auch punktgenau wieder abheben können. Ich weiß nicht, wer von euch spielt Kerbal Space Program? Genau, mit genug Boostern geht alles. Ja, wir nehmen einfach eine C-30, bauen so viele Raketenbooster wie möglich da dran und landen dann in der Zeit vor Computern. Knöpfchen drücken zum Landen, den richtigen Booster zur richtigen Zeit. Was für Booster nahm man dort? Unter anderem 8 S-Rock-Raketenwerfer, da sind die auf der rechten Seite. Was ihr dann seht, ist auch ein Schiff. Diese S-Rock-Raketenwerfer sind gebaut worden, um ein Torpedo mehrere Kilometer weit zu werfen. Dieser Raketenbooster ist ein wenig klein und handlich. Dann hat man sich Langstrecken-Luftabwehrraketen genommen, hat die noch montiert und man hat auch noch Seezielflugkörper, also auch von den Schiffen etwas kleineres, seht ihr hier auch im Bild, genommen und montiert. Insgesamt, wie gesagt, 8 von den S-Rock als Bremsraketen, damit das Flugzeug stehen bleibt in der Luft. Dann hat man 8 von den Flugabwehrraketen genommen, um den Fall zu dämpfen. Da hat man noch 2 genommen, um wieder hochzuballern und noch 2 zum Beschleunigen. Wie gesagt, in einer Zeit vor Computern, vor Laserentfernungsmessern. Man hat dann eine Flugerprobung gemacht auf einem geheimen Flugfeld und der Pilot ist angeflogen, der Co-Pilot hat alles gemonitort und hinten der Bordingenieur musste im richtigen Zeitpunkt den richtigen Knopf drücken. So, er drückte den Knopf, weil er dachte, okay, wir können jetzt ja bremsen. Was er nicht wusste, das Flugzeug war noch in 20 Meter Höhe. Er drückte den Knopf für jetzt in der Luft stehen bleiben. Das Flugzeug machte Bombs. Gibt ein geiles YouTube-Video. Kann man sich angucken. Es ist eine Feuerwerkshow, die anschließend passierte, weil die restlichen Raketenbooster dachten sich so, hey, Brand, toll, wups. Die Besatzung ist rausgekommen. Man hat dieses Flugzeug dann einfach nur still und heimlich vor Ort mit einer Bulldozer vergraben, dass da keine Spuren von vorhanden sind. Mit genug Boostern geht alles. Man sollte sie vielleicht nur mit Computern kontrollieren und nicht einfach jemanden auf ein Knöpfchen drücken lassen. Weil wenn der nicht rausgucken kann und weiß, wie hoch er ist, drückt er einfach einen Knopf und es passiert was Doofes. Jetzt haben wir das Problem, ja, Fallschirmjäger hüpfen ja irgendwie mit dem Fallschirm irgendwo ab. Und dann sind die ja mit zu Fuß unterwegs. Und wer geht schon gerne zu Fuß? Man hat ja im Zweiten Weltkrieg so einen tollen Jeep entwickelt. Das wäre ja total geil, wenn die Fallschirmjäger so einen Jeep zur Verfügung hätten. Und mit dem Jeep dann einfach hinter feindlichen Linien rumfahren können. Dann hat man sich gedacht, ja, was können wir da machen? Man kam auf das Prinzip der Autorotation. Kennt ihr, wenn etwas geschleppt wird, oben ein Helikopter, Rotor ohne Antrieb, der zieht das Ding nach oben und dann kann man da hinterm Flugzeug hinterherfliegen mit seinem Jeep und dann klinkt man irgendwann den Jeep aus und dann muss man halt nur einen Piloten auf dem Sitz haben, der dann ausgebildet ist, einen Helikopter zu landen. Also brauchte man für jeden Fallschirmjäger-Jeep einen ausgebildeten Piloten. Hat man entwickelt, hat man fertiggestellt bei den Briten. Ja, und dann sagten die Briten so, ja, schön und gut, aber so viele Piloten haben wir nicht. Und wenn wir jetzt die Leute ausbilden, einfach einen Segelflieger zu fliegen, in so einen Segelflieger passen 3 bis 4 Jeeps rein. Haben die Ingenieure gesagt, also wenn wir so sagen, also wir können jetzt auch noch einen Motor einbauen, dann habt ihr einen Helikopter. Haben die gesagt, ja, haben wir auch schon. Gute Idee, aber dann nehmen wir einen echten Helikopter. Somit sind da 2, 3 Prototypen von gebaut worden, die flogen auch wunderbar, hat man sich aber irgendwie noch nicht so durchgesetzt mit. Und jetzt haben wir ein Problem, das kann jeder vielleicht nachvollziehen, ja, wir haben so Korea, Vietnamkrieg, ja, die ersten Jets sind endlich in der Luft, aber die werden ja auch natürlich beschossen. Die fliegen durch den Sperrfeuer des Gegners und werden dann da abgeschossen und dann sitzt dieser arme Pilot hinter feindlichen Linien und muss irgendwie gerettet werden. Und da hat man sich gefragt, so, ja, was kann man da machen? Und da kam die Goodyear Company auf eine geniale Idee. Wir bauen ein extra Flugzeug. Da kann dann eine Transportmaschine kommen, kann ein Flugzeug in einem Paket abwerfen mit einem Fallschirm. Der Pilot geht auf eine Lichtung, nimmt dieses Paket, nimmt eine beigelieferte Luftpumpe, fängt an, das Flugzeug aufzupumpen, hat dann einen beigefügten Motor. Der Motor fängt an zu rotieren, pumpt das Flugzeug noch weiter auf und kann dann anschließend
hinter starten und dann wieder zu sicheren Linien fliegen. Hat man gesagt, ja, okay, machen wir mal eine Flugerprobung. Bei der Flugerprobung ist dann leider eins der Seile, die stabilisieren, gerissen. Das Flugzeug hat sich um den Testpiloten gewickelt und er ist dabei leider gestorben, weil ein Flugzeug aus Gummi nicht sonderlich stabil ist, wie sich herausgestellt hat. Was sich auch weiterhin herausgestellt hat, dass das gesamte Konzept ein wenig merkwürdig ist. Wir haben also ein sehr schnell fliegendes Kampfflugzeug. Das wird hinter feindlichen Linien abgeschossen. Jetzt muss eine langsame Transportmaschine losfliegen, ein Paket mit einem aufblasbaren Flugzeug über den Piloten abwerfen und anschließend pumpt der Pilot ein Gummiflugzeug auf, das dann mit 50 km/h über die feindlichen Linien fliegt, die alle mit Gewehren ausgestattet sind. Ja, irgendwie nicht so ganz durchdacht. Aber funktioniert. Also man kann sich ein Flugzeug auch aufpumpen. Hat den Vorteil, wenn es denn mal einen Gewehrtreffer hätte, könnte man wahrscheinlich mit einem beigelegten Flickset vielleicht eventuell das Problem beheben. Jetzt kommen wir zu der US Navy. Die hatten im Zweiten Weltkrieg festgestellt, Flugzeugträger sind richtig geil. Mit Flugzeugträgern kann ich die Welt beherrschen. Und dann kam jetzt das Jet-Zeitalter, von dem wir geredet haben. Die ersten Flugzeuge wie die Thunderstreak und ähnliches kamen auf den Markt. Die ersten MiG. Ja, und da haben die US Navy gesagt, die sind richtig geil. Kampfjets sind richtig toll. Aber ein Kampfjet kann nicht auch ein Flugzeugträger starten, weil das braucht eine lange Startbahn. Ja, das braucht halt einfach Anlauf, damit die Turbine ins Drehen kommt, damit ich genug Schub produziere und abheben kann. Ein Flugzeugträger ist einfach nicht lang genug. Da hat die US Navy gesagt, okay, da müssen wir was entwickeln. Wir brauchen unbedingt eine Lösung. Die haben sich diese Republic F-84 Thunderstreak angeguckt und haben gesagt, das Ding finde ich geil. Liebes Entwicklungsbüro, nimm das Ding und mach mir daraus ein Propellerflugzeug. Selbe Leistungsdaten, ich will ein Propellerflugzeug, weil mit einem Propellerflugzeug kann ich starten. Daraus wurde die Republic XF-84 Thunderscreech. Man nahm jetzt dieses Jet, nahm die Jet-Turbine, trieb damit einen Propeller an, ein sogenanntes Turboprop-Prinzip. Wir haben jetzt drei Propellerblätter und die wurde dann auf der Edwards Air Force Base getestet. Jetzt zeigten sich einige kleine Probleme. Erstens, durch diesen Drehmoment des großen Propellers, ihr kennt das, ne? Der Propeller dreht sich ums Flugzeug. Bei der Thunderstreak war es eher so, dass das Flugzeug anfing, sich um den Propeller zu drehen. Deswegen hat man hinten das Leitwerk ein wenig vergrößert, um diese unangenehme Tendenz ein wenig zu reduzieren. Dann hatte es das Problem, dass es ungefähr eine halbe Stunde brauchte, diese Turbine so weit aufzuwärmen, dass es starten konnte, was das Operationelle auch ein wenig reduziert hat. Das größere Problem war allerdings die Umdrehungszahl des Motors. Dieser Propeller ist ein wenig länger und größer, um die Leistungsdaten zu schaffen. Damit erreicht bei jeder Umdrehung jedes Propellerblatt einmal einen Moment, wo es über die Schallgeschwindigkeit geht. Womit jedes Propellerblatt mit jeder Umdrehung einen Überschallknall produziert. Was dafür sorgt, dass der Tower, wenn du eine Startfreigabe brauchst, nur mit Lichtsignalen mit dir kommunizieren kann, weil jede akustische Kommunikation, Funk oder ähnliches, keinen Sinn mehr macht. Es sorgt auch dafür, dass im Tower sich alle Scheiben und Geräte lösen, wenn du versuchst zu starten. Es sorgt auch dafür, dass Anwohner einer 40 Kilometer entfernten Stadt sich über den Lärm beschweren. Es sorgt auch dafür, dass ein Crewchief einer auf der anderen Seite des Flughafens stehenden Transportmaschine durch den Schalldruck einfach nur zu Boden fällt und anschließend, weil er sich einquotet, kotzt und komatös wird, ins Krankenhaus muss. Es sorgt auch dafür, dass mehrere Mitarbeiter bei den Testversuchen dafür sorgten, dass sie mit Krämpfen zu Boden fielen, einfach aufgrund des Schalldrucks. Es sorgt auch dafür, dass sich Teile deines Flugzeuges durch die Vibration einfach lösen, spontan auch im Flug. Es sorgt auch dafür, dass dein Testpilot, diese Maschine hat 12 Flüge gemacht. Nach dem ersten Flug ist der Testpilot ausgestiegen, hat gesagt, ihr seid nicht genug, ihr seid nicht stark genug und ihr habt nicht genug Waffen, um mich jemals wieder in dieses Flugzeug zu kriegen. Daraufhin hat ein zweiter Pilot die Maschine übernommen. Er hat 11 Flüge damit absolviert. Er hat es immerhin geschafft, in einem Flug zu landen. In den anderen 10 Flügen hat er eine Notlandung, eine Crash- oder eine Forced-Landung mit diesem Flugzeug hinlegen müssen, weil irgendetwas sich losvibriert hat oder etwas anderes passiert ist.
Man hat die restlichen Flüge auch in einer Salzwüste abseits des Flughafens durchgeführt, weil sich die gesamte Besatzung dieses Erprobungsflughafens über den Lärm beschwert hat. Es ist das lauteste Flugzeug der Welt, was aber auch nicht stimmt, weil für einen offiziellen Rekord hätte man es messen müssen oder dazu in der Nähe sein müssen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Problem, Neuseeland. Neuseeland im Zweiten Weltkrieg. Es war ja nur ein Moment, es war ja eine Frage der Zeit, bis die Deutschen irgendwo an den Stränden sind und Neuseeland erobern. Das ist als neuseeländische Regierung völlig klar. Man ist im Krieg mit den Deutschen, als Teil der britischen Krone. Das kann nur noch einen Moment dauern und dann stehen die Deutschen an den Stränden und wollen kämpfen. Das Problem ist, als neuseeländische Regierung ist man nicht unbedingt die oberste Priorität in der britischen Beschaffungswesen. Die haben etwas Wichtigeres zu tun. Kam der Arbeitsminister auf die Idee, die Deutschen haben Panzer. Ich will auch Panzer. Was können wir denn gut als Neuseeländer? Ja, Traktoren. Und Wellblech. Da hat der Arbeitsminister gesagt, jo, wunderbar. Der Bob Sample war damals der Arbeitsminister und Industrieminister. Wir produzieren einen Panzer, der aus einem Kit besteht, den ich auf einen Traktor, also einen Kettentraktor nehmen kann, aus Wellblech, den man einfach draufsetzen kann, dann kann man kämpfen und wenn der Gegner nicht kommt, haben wir immer noch Farmgerät. Wir haben hier so ein Problem, Kopierbild, das versprochen wurde, das, was geliefert wurde. Dieser Panzer basierte darauf, dass man halt, wie gesagt, den oben links sehenden Fettenschlepper nahm, Aufsatz aus Wellblech, der übrigens nicht sonderlich schutzsicher war, draufsetzte. Durch das Zusatzgewicht konnte dieser Panzer, ich bin da mal großzügig, der ist bei einer Militärparade denn mitgefahren, ne, zu Ehren Neuseelands. Die Militärparade musste langsamer marschieren, weil der Panzer sonst nicht hinterher kam. Der Panzer war auch nicht sonderlich kampfkräftig. Der war mit ein paar Maschinengewehren ausgestattet, war allerdings mit fast 4 Meter Höhe auch nicht sonderlich unauffällig. Man hat dort ein Exemplar von gebaut, hat sich dann gedacht, ach, wisst ihr was? Wir sind schon auf der anderen Seite der Welt. Die Deutschen werden nicht mit Panzern vorbeikommen. Wir lassen das mal. So. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu Deutschland. Ist ja immer einfach, sich über andere Leute lustig zu machen. Jetzt gehen wir mal in unser Heimatland. Ja, der Leopard 1 war in der Truppe eingeführt. Die Bundeswehr kriegte Berichte vom Bundesnachrichtendienst und von anderen, dass Sowjetpanzer doppelt so gut sind wie die Deutschen. Ja, alles, was man hörte, die sind doppelt so gut wie der Leopard. Und wir brauchten eben langsam einen Nachfolger. Der Leopard 2 war quasi in der Konstruktionsphase. Wir brauchten etwas, was doppelt so gut ist wie der aktuelle Panzer. Jetzt kann man sich überlegen, wir bauen irgendwie was total Neues. Oder wir nehmen einfach 2 Kanonen und montieren die auf den Panzer. Da sind wir genau doppelt so gut. Das Einsatzkonzept wäre gewesen, man fährt in Schlangenlinien auf den Gegner zu, schießt mit der linken Kanone, schwenkt, schießt mit der rechten Kanone und wedelt dann in einem gemütlichen Hüftschwung oder wie man das nennen will, auf den Gegner zu. Sorgte dann allerdings für einige Problemchen. Erstens, man hätte größere Stellungen ausgraben müssen, damit sich dieser Panzer drin verstecken kann. Und zweitens, Panzerzetten sind relativ genial. Wenn es darum geht, schon wieder verliehen. Okay. Relativ genial darin, geradeaus zu fahren. Was sie nicht gut sind, im Slalomfahren. Die Panzerketten lösen sich, wenn ich so viel hin und her fahre. Aber irgendwie kam mir auch dieses Konzept bekannt vor. Ich weiß nicht, woher. Jetzt kommen wir mal zu den Sowjetpanzern, die ja so gut sind. Die haben nämlich auch in den Ende der 80er, 90er Jahre festgestellt, die digitale Revolution kommt. Der Gegner nutzt immer mehr Kameratechnik, Nachtsichtgeräte und all sowas. Und das kann ja nicht sein, dass der Gegner ungestraft die glorreichen sowjetischen Panzer filmt, aufnimmt und damit irgendwie Zielinformationen sammelt. Wir müssen dagegen etwas tun. Man wusste damals schon, ein Laser kann eine CCTV-Kamera stören, den Chipsatz darin auch zerstören. Hat man sich gedacht, oh wunderbar, da entwickeln wir was. Weil immerhin in den 1960er Jahren hat man ja in der Sowjetunion den ersten Laser gebaut. Da hatte man Technik, da hatte man Erfahrung mit. Man nahm einfach, das Ding werde ich nicht aussprechen, aber es ist wirklich, nennt sich Datenkompression. Wir schrumpfen die Daten des Gegners zusammen. Man nahm einen Haubitzenkörper, also ein Artilleriegeschoss, ein selbstfahrendes Artilleriegeschoss, nahm den Turm ab,
so einen Raketenwerfer oder so, und baute dort einen Turm drauf mit 13 Lasern. Das sind 12 Wirkungslaser gewesen, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Doch, 6 und 6. Plus ein Entfernungslaser, also um Entfernung zu messen. Und damit konnte ich jetzt den Gegner instantan alles, was Optiken angeht, auch wenn er mit bloßem Auge geguckt hat, zerstören. Der Gegner war blind. Hat auch wunderbar funktioniert. Hatte einen kleinen, also man hatte auch in den 1992 den Empfehlung gegeben, das Ding einzuführen. Wurde dann aber aufgrund der politischen Änderungen nicht mehr gemacht. Es hatte einen kleineren Nachteil. Hat ja wunderbar funktioniert, dass der Gegner nicht mehr wusste, die Kameras nicht mehr funktionieren. Allerdings hat jeder Schuss eine halbe Stunde Nachladen bedeutet, wo nämlich der Elektrojockel hinten erstmal ordentlich Strom produzieren musste. Und der Nachteil ist halt auch, ja, okay, dem gegnerischen Panzer ist jetzt sein Wärmesichtgerät ausgefallen. Er kann aber immer noch die Luke aufmachen, rausgucken, wenn er jetzt nicht gerade in dem Moment auch noch die Augen geblendet gekriegt hat. Und dann halt optisch den in der Nähe stehenden, wie gesagt, wir haben ja gerade Linie, ne? Laser, bewegt sich gerade, war nicht so sonderlich erfolgreich. Ja, kommen wir mal wieder zu Deutschland. Wir haben auch dieses Problem gehabt, wie die Briten, dass Bäume im Weg sind. Und wir hatten auch noch so einen, mit den Briten einen Vertrag in dem Moment. Der Vertrag ist Vertrag. Und zwar, ein paar von euch, es wurde ja auch der Talk erwähnt vom Kongress, da habe ich ja über den Tiger-Helikopter geredet. Da habe ich auch über den Pars 3 LR geredet. Panzerabwehr-Raketensystem dritter Generation lange Reichweite. Oder der trilaterale Panzerabwehr-Flugkörper, den halt die Großbritannien, Frankreich und Deutschland zusammen entwickelt haben. Ende der 80er Jahre, lange Entwicklungsgeschichte, viele Budgetüberzüge und sonst was. Und dort hatte man sich überlegt, es wäre total toll, wenn wir jetzt einen gemeinsamen Flugkörper hätten, den wir vom Helikopter aus schießen können. Da hat man den Tiger drumherum entwickelt. Wie gesagt, in dem Talk erwähne ich ja auch, dass die Frankreich und Großbritannien andere Lösungen gefunden haben, nur die Deutschen haben an diesem Flugkörper beigehalten. Und man hatte sich überlegt, wir würden den auch von dem Boden aus verschießen. Und zwar mit einer Giraffentechnik. Man hatte wieder einen Versuchsträger 1 gebaut. Und zwar die Idee war, man hat eine Kabine, die fährt man jetzt über die Baumlinie, klärt damit den Gegner auf und kann ihn dann mit diesem Flugkörper bekämpfen. Also es ist quasi selbe Flugprofil, wie als wenn ein Helikopter über die Baumlinie hochgeht. Und da hat man auch in Deutschland mehrere Versuche in der Panzertruppenschule gemacht. Man hatte einmal die Version Kabine besetzt. Da saß dann halt oben der Kommandant drin und konnte mit seinen Augen und Fernglas rausgucken. Und die andere Version, man hatte einen optronischen Winkelspiegel, wie man das so schön nannte. Also eine Kamera und ein Monitor. Und in der Kabine. Und dann hat man Versuche gemacht. Was kann denn besser aufklären? Was kann den Gegner besser sehen? Da hat man festgestellt, beide sehen es ungefähr gleich gut. Allerdings, truppenpsychologisch hat man dann angemerkt, es ist total gut, wenn die Leute nebeneinander sitzen und nicht der Kommandant oben im Mast, der Fahrer vorne im Panzer und der Bediener für die Waffen hinten im Panzer. Die können nicht miteinander reden, sitzen alleine da und kriegen Angst. Es ist viel netter, wenn die miteinander sitzen können und sich mal gegenseitig auf die Schulter klopfen können. Deswegen hatte man damals dann auf den optronischen Winkelspiegel plädiert, also ein System mit Kamera und unbemannter Kabine. Jetzt hatte sich allerdings abgezeichnet, dass der Kalte Krieg zu Ende ist. Man hatte diese Vorversuche in den 80er Jahren gemacht und hatte ja auch diese Pass, diese Weiterentwicklung von diesem Flugkörper gemacht. Aber es war schon klar, man will diesen Panzer mit dieser Giraffentechnik nie einführen. Weil bringt ja nichts. Man erwartet keine sowjetischen Panzerarmeen mehr. Russland hat sich gerade abgespalten. Was will man mit dem Quark? Da kam einer um die Ecke und sagte, ja, wir haben halt 1980 in den Vertrag geschrieben, wir müssen nachweisen im Rahmen eines Meilensteines, dass man von einem Mast aus dieses Ding schießen kann. Der Vertrag ist Vertrag, also hat man noch einen weiteren Versuchsträger gebaut, den sogenannten trilateralen Versuchsträger. Der genau diese Technik hatte, der genau eine Aufgabe hatte, auf dem Panzerschießplatz in Munster genau einen Flugkörper einmal zu schießen, damit es das Geld von der Regierung dafür gibt, dass man diesen Vertrag erfüllt hat. Und er ist dann anschließend direkt ins Panzermuseum in Munster gewandert. Also man hat den Prototyp nur dafür gemacht, dass man den Vertrag erfüllt hat. Zack, Leistung erbracht. Liebe Regierung, wir wissen, ihr wollt das Ding nicht kaufen. Ihr wisst, ihr wollt das nicht kaufen, aber wir wollen gerne das Geld dafür. Und jetzt gibt's so Kleinserien.
Das sind nicht so wirklich Prototypen, die waren aber so dumm, dass andere Leute gesagt haben, hey, that's stupid, I like it. Wie zum Beispiel die Amerikaner, die hatten das Problem, dass ihr luftverladbarer Panzerjäger nicht genug Wumms hatte. So, ne, das hat nur ein Kanonenrohr drauf, da ist nicht genug Wumms hinter. Dann kam jemand auf die Idee und sagte, hey, wir haben doch dieses schöne M40 quasi rückstoßfreie Geschütz. Rückstoßfrei heißt, das Fahrzeug kriegt den Rückstoß nicht mit. Ihr seht auf dem Bild hier, dass da hinter dem Fahrzeug da noch ein bisschen was an Rückstoß rauskommt, ne? Reaktion, Gegenreaktion. Die Dinger werden übrigens, ihr seht es hier auch, hier ist noch so ein anderes Gewehr drauf und da oben auch. Das sind sogenannte Spotting-Gewehre. Das ist dasselbe Kaliber wie ein Scharfschützengewehr. Die Patrone fliegt ein bisschen langsamer und hat einen kleinen Sprengkörper drin. Da sieht man denn, wo man hinschießen würde, wenn man das große Geschütz abfeuert. Der Waffenjesus hat auf YouTube da auch ein etwas längeres Video drüber. Jetzt kam man auf die Idee, wir nehmen einfach das Fahrgestell dieses Panzerjägers und knallen da 6 Stück von drauf. So, und da hat man den Erprobungsversuch gemacht, hat das Ding abgefeuert auf einer Schießbahn. Dabei ist dann der Bunker und diese Schießstand-Bedienungsanlage hinter dem Panzer in Brand geraten, wie gesagt, rückstoßfrei. Die US Army sagte sich so, sag mal, seid ihr bescheuert? Ja, da muss jedes nach jedem Mal schießen, muss einer aussteigen, die 6 Geschütze nachladen, manuell. Es gibt keine große Deckung dahinter. Dann muss man anschließend diese Gewehre noch nachladen, um zu zielen. Sag mal, hackt's. Und die US Marines so, ey, geil, nehmen wir 600 Stück von. Ja, die haben das dann relativ erfolgreich, im Vietnamkrieg war das, im Orts- und Häuserkampf eingesetzt. Nämlich dieser Ontos hat sich darin bewährt, beim Orts- und Häuserkampf einfach Orte und Häuser komplett zu entfernen. Mit 6 von diesen Geschützen hatte dann auch der Gegner relativ schnell gelernt, sobald das Ding um die Ecke kommt, wir rennen einfach aus dem Dorf, aus der Stadt raus. Weil wenn die anfangen, die Marines bescheuert, um sich zu ballern, ist nicht mehr viel von der Stadt von über. Man kann es auch ein wandelndes Kriegsverbrechen nennen, wenn man ungnädig ist, aber hatte sich da relativ schnell verbreitet. Andere Kleinserien, die immer wieder auftauchen, was Prototypen und Ähnliches angeht, sind solche Probleme, der Gegner greift meine Fahrzeuge an. Wir haben hinter den Linien, fahren Transport-LKWs von A nach B und bringen logistische Güter nach. Und es ist jeder Krieg immer wieder der Fall gewesen, dass die Militärs der Welt davon überrascht sind, dass jemand den ungeschützten LKW mit den Nachschubgütern angreifen will, anstelle einen gepanzerten Panzer. Da sind dann immer wieder solche Gun-Trucks entstanden. Hier der einzige Gun-Truck im US-Logistics-Museum, Eve of Destruction. Besonders interessant ist, das Ding ist ausgestattet mit Schiffsgeschützen. Die scheinen also irgendwo mal im Hafen an einem Schiff ein paar Geschütze gefunden zu haben und abgemontiert zu haben. Dieses Design, das halt irgendwie einfach weniger LKWs fahren, die dann provisorisch mit Stahlplatten, Sandsäcken und Ähnliches gesichert werden, ist bis heute bekannt. Das tritt in jedem Krieg wieder auf. Wir haben hier einmal den Angriffskrieg Russlands mit einem nachgepanzerten Transportfahrzeug. Und wir haben noch einmal Irak und einmal Afghanistan. Das passiert in jedem Krieg und jedes Mal ist jede Regierung, jede Armee der Welt darüber überrascht, dass jemand Logistik angreift. Naja, und jetzt kommen wir nochmal zu einer Kategorie, so gegen Ende, die very British ist. Weil man kann Probleme auf eine Art und Weise lösen und man kann sie auch britisch lösen. Die Briten haben auch eine immer schöne Art und Weise, wie sie es nennen. Zum Beispiel haben sie das Department of Petroleum Warfare gegründet. Weil es war klar, wenn die Deutschen irgendwie den Kanal überqueren und Großbritannien erobern, dann hat man ja Treibstoff irgendwie in den Tankstellen, in den Raffinerien, der muss weg. Man will ja dem Gegner damit nicht helfen. Also muss man das Ganze irgendwie kriegsmäßig nutzen. Da überlegte man, an Straßen das in Brand zu setzen, um den Gegner zu behindern und so weiter. Man wollte aber auch einen maximalen Verteidigungseffekt generieren. Zum Beispiel griffen Flugzeuge Schiffe an oder Flugplätze. Dann überlegte man sich, man könnte ja einfach ein Fahrzeug bauen, das ein Tanklastwagen mehr oder weniger ist, wo ein Flammenwerfer drauf ist. Die Überlegung war, wenn also die Stukas, die fliegen ja sehr tief,
Wenn ich jetzt ordentlich Druck auf den Flammenstrahl mache, dann kann ich ja so ein Flugzeug damit treffen bzw. behindern. Und man sagt, jo, machen wir, bauen wir. Und man hatte einen Piloten der Royal Air Force, des Testgeschwaders, angefordert, hat dem nicht gesagt, worum es geht, hat dem einfach nur gesagt, okay, pass mal auf, du greifst jetzt dieses Flugfeld an und wir wollen mal gucken, wie du reagierst. Der griff das Flugfeld an und wurf seine Übungsbomben ab und flog wieder nach Hause. Also, was soll das Ganze? Haben ihn denn befragt, so, wie fandest du das Ganze denn? Also, ja, wieso? Eigentlich wie ein Tag wie eine Arbeit. Wieso? Stört mich nicht weiter. Hat mir gefragt, sag mal, was hast du eigentlich vorm Krieg gemacht? Also, ja, wieso? Ich bin mit Autos im Zirkus durch flammende Reifen gesprungen. Wieso, fragt ihr? Woraufhin denn das Department geschrieben hat, ja, okay, die deutsche Luftwaffe wird nicht sonderlich viele Zirkusartisten in ihren Reihen haben. Wir empfehlen den Bau dieser Waffen. Man baute denn davon 12 Stück, die dann aber nie zum Kriegseinsatz gekommen sind. Naja. Die Briten haben auch noch ein anderes schönes Department. Das Department of Miscellaneous Weapon Development. Baut mal irgendwas. In Deutschland sind die bekannt geworden durch diese Waffe. Das ist der Bunkerbuster. Wer die Edertal-Sperre kennt und ähnliches, das ist die Waffe, die da die Überflutung ausgelöst hat. Basiert darauf, dass sie dann rotiert, wie ein Stein übers Wasser flippt und dann an der Staumauer ins Wasser sinkt und dann explodiert. Die haben aber auch noch andere Sachen entwickelt, die vielleicht nicht ganz so funktioniert haben. Zum Beispiel, man hat sich überlegt, wenn ich Nachschub am Fallschirm abwerfe, dann dauert das so lange, bis der am Boden ist. So ein Fallschirm, der schwebt da so vor sich hin. Das kann mal ein bisschen zünftiger sein. Da kann man ein bisschen mehr Musik hinter. Da hat man die sogenannte Hi-G entwickelt. Indischen Name. Ich habe hier ein Demonstrationsbild. Es gibt davon keine Originalfotos. Ich erkläre euch, warum. Also die Idee war, wir haben eine Palette, die werfen wir aus dem Flugzeug ab. Da sind Raketenbooster dran. Und dann in der richtigen Höhe über dem Boden werden die Raketenbooster gezündet und die Palette landet sanft auf dem Boden. Dafür nahm man einfach einen Betonklotz, baute da Booster dran und dann einen Lot nach unten. Mit einem Zünder quasi. Also sobald das Lot den Boden berührte, sollten die Raketenbooster zünden. Die entsprechende Flugzeit der Booster war so berechnet, dass genau beim Bodenkontakt alle Restgeschwindigkeit von dieser Palette weg war. Man hat mehrere Versuche gemacht. Der erste Versuch, man nahm einen Kran, zog diesen Betonklotz hoch. Und der Betonklotz bohrte sich in den weichen Boden, weil dieses Lot einfach nicht ausgelöst hat, weil der Kontakt mit dem weichen Boden nicht hart genug war. Dann dachte man, okay, müssen wir den Auslöser ein bisschen sensibler machen. Was dafür sorgte, dass der zweite Versuch darauf basierte, dass dieser Betonklotz den Boden berührte und anschließend nach oben beschleunigte. War jetzt auch nicht so erfolgreich. Da hat man gesagt, okay, beim nächsten Versuch, wir müssen das jetzt alles durchtesten und dann machen wir nochmal einen Versuch. Das war allerdings schon der Moment, wo die Alliierten in der Normandie gelandet waren. Also der Bedarf an irgendwelchen raketengetriebenen Abwurfsystemen war nicht mehr sonderlich hoch. Trotzdem wollte man noch einen letzten Versuch machen. Da stellte man fest, dass es einem wichtig ist in Arbeitsanweisungen, in welcher Reihenfolge man sie ausführt. Es ist unglaublich ein Riesenunterschied, ob ich erst den Kontakt in den Zündkreisläufen durchtesten lasse vom Elektriker oder ob ich zuerst die Raketenbooster montieren lasse vom Feuerwerker. Da stellte ein Elektriker zu seinem Erstaunen auf einmal fest, als er nämlich das Prüfgerät ansteckte, also machte es wusch und er landete im Krankenhaus. Da hatte man ein wenig sich vertan mit der Reihenfolge der Arbeitsschritte. Da hatte man auch so ein Problem, die Deutschen hatten ja so eine Atlantikwall. Ne? Ihr kennt das vielleicht aus den Filmen, ne? Bunkerstellung über Bunkerstellung und man musste irgendetwas machen. Und dann kam man auf dieses Department zu und sagte, ja, pass mal auf, wir wollen ein Gerät, das ihr von einem Landungsboot aus starten könnt, das dann zielgenau einen Bunker anläuft und dort dann explodiert. Das soll über alle Verteidigungslinien drüber fahren, nach Möglichkeiten eine Schneise der Verwüstung hinter sich dalassen und dann den Bunker ausschalten. Und ich dachte, ja, okay, das hört sich nach was an, was wir machen können. Wir nehmen einfach ein großes Rad, bauen da Raketenbooster dran. Wir mögen Raketenbooster in unserem Department. Und in die Mitte machen wir diese Rollbombe, die ja gegen die Edertalsperre gut funktioniert hat. Hat man festgestellt, ja, 1940er Jahre, gleichmäßige Raketenbooster bauen ist noch nicht ganz so entwickelt.
Das Steuern von so einem Gerät hat sich dann ein wenig schwierig rausgestellt. Sagte die Admiralität, ja, okay. Grob die Richtung des Gegners reicht. Ja, so grob in die richtige Richtung rollen. Ihr müsst das Ding nicht fernsteuern. Man hat erst versucht, das fernzusteuern. Klappte nicht, sagte man, okay. Und dann sagten die so, ja, okay, das kriegen wir hin. Machten dann eine öffentliche Vorführung mit der ganzen Admiralität. Und es gibt einen sehr schönen Kommentar des Kameramanns. Der rannte nämlich dann auf einmal los, als er sah, dass sich einige Raketen von diesem Gerät bei der Vorführung lösten. Es vom Kurs abkam, man sieht diesen Film bei YouTube, wenn ihr danach sucht, sich lösten und dieses ganze Gerät einfach auf die versammelte Admiralität losfuhr. Allerdings kurz vor der Admiralität den restlichen Raketenbooster im Strand verteilte und stehen blieb, um dann zu explodieren. Man geht jetzt davon aus, man ist sich nicht sicher, ob das Ding wirklich eine echte Waffenentwicklung war oder einfach nur ein PR-Gag, um die Deutschen quasi in Sicherheit zu wiegen. Ja, und dann mein persönlicher Held, Hobart, die Hobarts Funnies. Es gibt nämlich einen Menschen, der war so durchgeknallt, dass er sich darauf spezialisiert hat, merkwürdige Sachen zu verwenden. Major General Sir Percy Hobart. Der war nämlich einer der Ersten, der sich zu den Panzern versetzen ließ. Und der hatte so revolutionäre Ideen, weil die anderen sagten alle immer so, ja, mit Panzern kann man nichts anfangen, der kann ja nicht mehr mit den Leuten reden. Die sind so laut, er so, ja, wie wär's mit Funkgeräten? Ja, okay, Funkgeräte wäre eine Idee, bauen wir mal Funkgeräte ein. Und man wollte ihn eigentlich immer loswerden, weil er mit so Ideen um die Ecke kam. Und er war auch derjenige, der die ganzen Lehrbücher über Panzer geschrieben hat. Das sorgte übrigens daher, dass Guderian, der ja in Deutschland ne, Nazi, der absolute Experte für die Panzer war, der ließ sich seine ganzen Werke von Hobart übersetzen. Und der wurde dann in den Ruhestand versetzt, weil das War Department nicht mochte, dass er, was er da so machte. Und man hatte ihn dann in den Ruhestand versetzt und er war dann als Feldwebeldienstgrad in der Heimatwehr unterwegs und hat dort alles Mögliche um den Kopf gestellt. Da las dann Churchill in der Zeitung drüber und sagte, pass mal auf, du kommst zurück und du stellst eine eigene Einheit auf mit allen möglichen Ideen, die dir so einfallen. Das wurde die 79. Armored Division, Ingenieurdivision. Und die bauten alle möglichen Fahrzeuge oder sonst was, die sammelten die zusammen und sorgten die einfach für Problemlösungen. Das war so eine Art Hackertruppe. Die wurde dann immer einzelweise eingesetzt zu anderen Einheiten und sollten Probleme lösen. Zum Beispiel, was war das denn für ein Frosch? Zum Beispiel, dass Panzer nicht schwimmen. Da gab es den DD-Tank, Duplex Drive Tank. Das wurde einfach nur so eine Art Faltkajak um den Panzer hochgezogen, eine Schraube hinten angefügt und damit konnten die an den Strand schwimmen. Hört sich witzig an, aber die Dinger haben dafür gesorgt, dass auf den anderen Stränden, außer Omaha Beach, die Verluste relativ gering waren. In Omaha Beach hat man allerdings aus Angst, haben die Amerikaner das manuell nicht gelesen, haben die mehrere Kilometer vor dem Strand ins Wasser gesetzt. Dort waren ein wenig Wellen und wenn Wellen halt über so ein Kanu fahren, sind halt 104 Panzer versunken. Dadurch ist Omaha Beach so blutig geworden, wie es dann nachher war. Aber er hat auch andere Probleme gelöst, wie zum Beispiel nachts ist es dunkel. Weil das ist total doof, ne? Wenn ich einen Scheinwerfer auf dem Gefechtsfeld anmache, schießt der Gegner drauf. Hat er sich gedacht, oh, wisst ihr was? Wir nehmen halt einfach einen Panzer, nehmen das Geschütz raus und da, wo das Geschütz reinkommt, machen wir einen riesen Scheinwerfer rein, schneiden ein paar Schlitze in den Turm und los geht's, wir haben einen Scheinwerfer. War relativ erfolgreich. Er hat auch sowas gemacht wie, der Gegner hat keine Angst mehr vor Panzern. Ja, wir haben ja dieses Petroleum Warfare Department, bauen wir doch halt einfach in den Panzer noch einen Flammenwerfer mit einem Anhänger voll mit Kraftstoff an. Wenn der Gegner drauf schießt, hat er eine blöde Erfahrung. Wenn er nicht drauf schießt, hat er auch noch eine bescheuerte Erfahrung. Oder so, Landschaft ist grundsätzlich im Weg. Wir bauen halt einen Panzer da unten rechts, wo ein anderer Panzer drüber fahren kann, als Rampe oder als Bulldozer oder auch als Teppichleger. Ja, also wenn da so Strand ist, legen wir doch einfach ein bisschen Teppich aus, dann kann man da bequemer drüber fahren. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, 15 Minuten für Questions and Answers. Und dafür machen wir noch einen kleinen Ausflug nach Afrika. Apostel, Doktor, Ingenieur, Kwadafo Safo.
mein absolutes Idol in der Ingenieurskunst. Er ist derjenige, der Tesla auf dem afrikanischen Markt verdrängen will, indem er Kitcars aus China importiert und dann dort zusammenbaut. Er hat auch eine eigene Kirche, die das alles finanziert. Und er hat auch, wenn ihr auf YouTube guckt, eine Militärparade abgehalten mit seinen neuesten Entwicklungen, die Amerika und Ähnliches verdrängen sollen. Und die sollen halt Angst und Schrecken überall verbreiten und ab sofort Ghanas Herrschaft auf dem Weltmarkt sichern. Wenn ich mir die Sachen angucke, habe ich noch eine ganze Menge Fragen. Aber vielleicht habt ihr ja auch noch einen. Also Fragen und Antworten jetzt. Jo, gibt's Fragen? Anscheinend keinerlei Fragen. Das Warum kann ich nicht erklären. Das Warum kann er nicht erklären. Okay, dann, ja, gut. Vielleicht habe ich es verpasst, aber wo kriegst du die Informationen nochmal her? Was machst du abends so immer? Wikipedia? Nein, also, das Ding ist, wenn man einmal anfängt, mit merkwürdigen Prototypen beim Militär zu gucken, dann kommt man von einer zum nächsten. Wenn man dann das Ganze sortiert bei Prototypen nach Anzahl der Exemplare, wenn man da einstellig bleibt, findet man relativ schnell raus, warum das einstellig geblieben ist. Ja, das ist so die Hauptinspirationswelle gewesen. Und das witzigerweise auch das Deutsche Panzermuseum hat dann über einige der Panzer interessantere, längere YouTube-Videos. Und daher das. Und ja, die Thunder Screech ist eine der allerersten Podcast-Episoden gewesen, wo ich den Lärm verglichen habe mit Manowar, die ja immer behaupten, die seien die lauteste Band der Welt. Daher kam das. Wobei Manowar es noch nicht geschafft hat, in 40 Kilometer Entfernung eine und Leute ins Krankenhaus zu ballern. Ja, und da habe ich mal bei Zufall wirklich durch YouTube-Recommendations die Militärparade gesehen. Und das Video sucht einfach Ghana Military Parade. Ja, das sind wirklich Feuerwerksraketen. Die schießen sie dann auch, um zu zeigen, wie mächtig diese Waffen sind. Sehr spannend. Vor allem der Originalkommentar dazu ist besonders toll. Also der unten rechts, hier unten links übrigens, der soll demnächst Atomraketen verschießen. Ne, der soll unbesiegbar sein und Atomraketen. Damit soll der ausgestattet werden. Und da die Atomraketen noch gebaut werden, zeigen sie es jetzt gerade in Feuerwerksraketen. Okay. Weitere Fragen? Okay, anscheinend nur allgemeines Gelächter und keine weiteren Fragen. Dann, wie gesagt, ihr habt morgen nochmal die Gelegenheit, weitere historische Debakel zu erleben mit Svens Talks Senkrechtstarter und Flugflugzeugträger. Man darf gespannt sein, was sich dahinter verbirgt. Kleinen Tipp, ihr werdet vielleicht einen kleinen Ohrwurm zu Captain Baloo und seiner Crew kriegen. Jojo.